Angst vor dem gruseligen Heizungskeller, nicht an der Grundschule Langestraße. Hier stellte am Donnerstag das regionale Umweltzentrum Hollen das neue Projekt Energiesparen im Untergrund vor. Dabei geht es darum, dass die Grundschüler verstehen, wie eine Heizung funktioniert und wie man beim Heizen Energie sparen kann. Unterstützt von zwei Mitarbeiterinnen des Umweltzentrums und dem Plüscheisbär Wolfgang ging es auf Entdeckungstour. Da wird der Heizungskeller ganz schnell zum Unterrichtsraum. Und das ist auch so gewollt. Das Projekt soll nämlich an möglichst vielen Schulen in der Region durchgeführt werden. Das passende Material dafür wurde in den vergangenen 2 Jahren am Umweltzentrum entwickelt.